Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter und ich hoffe, ihr habt Bock, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Was wieder die letzten Parts passiert ist, unfassbar. Richtig geiler Fight mit Barnabas. Sehr viele Informationen bekommen. Super nice. Wenn es euch weiterhin gefällt, nehmt euch gerne kurz die Zeit, eine Bewertung da zu lassen. Danke dafür und ich würde sagen, wir starten durch, wa? Lass mich doch einfach in Frieden sterben. Was ist dir passiert? Ah, die Ätherflut hat Monster aus meinen Kameraden gemacht. Und die Orks. Ich wusste, wir können ihnen nicht trauen. Als ob Wildstämme uns treu sein könnten. Auf irgendetwas haben sie gehört. Allerdings nicht auf uns. Ein Wunder, dass sie euch überhaupt so lange gefolgt sind. Vielleicht haben sie gespürt, dass es vorbei war. Unser König fort, das Reich in Trümmern. Was bleibt uns noch von all den Kriegen? Wofür haben wir gekämpft? Verflucht sei dieses Land. Verflucht sein der König und sein Gott. Verflucht sei diese dreckige Fäule. Du hältst dem Äther stand. Du bist ein Träger, auch wenn du kein Mal trägst. Bitte hör mich an. Gewähre einem Soldaten seinen letzten Wunsch. Bitte lass mich nicht in Sorge sterben. Natürlich. Worum geht's? Ich danke dir, mein Freund. Geh durch das große Südtor Richtung Stornhür. Da ist ein Stück Wald, der Nimmerhain. Auf einem kleinen Felsvorsprung dort ist das Grab meiner Eltern. Sie waren die einzigen, die mich je liebten. Für den Krieg musste ich sie verlassen. Doch im Tod möchte ich wieder bei ihnen sein. Diesen Ring, bring ihn zu ihrem Grab. Ruhe in Frieden. Okay, Freunde, die Mission nehmen wir natürlich an. Und nehmen wir auch mit auf dem Weg nach Stonehir. Wo ist sie denn überhaupt? Ah, ganz da oben. Ja, okay. Gut, 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 Freunde. Ich bin gespannt, was abgeht. Joshua und Clive und Torgal. Die drei sind wieder vereint. Lass mich raten. Der einzige Weg zur Hauptstadt führt durch dieses Tor, ganz wie du dachtest. Die haben da eine Armee, Joshua. Ja, aber ich sehe keine Domini. Das große Südtor. Ja, das ist sehr groß. Das ist verdammt groß. Heiliger Bimbam, ne? Obwohl, nee, Ambrosia, lass mal. Wilder Schoko, Level 38. Jetzt geht's aber los hier, ja. Jetzt geht's aber los hier. So, zack, testen wir mal die neue Fähigkeit. Heiliger Bimbam, Junge. Okay, jetzt ist verwandeltes Schwert. Und jetzt schlagen. Und es hochleveln. Ja, ich habe mal gedrückt. Okay, Alter Schwede, ist das geil. Komm hier, komm her hier, komm. Schnauze jetzt hier.
Yeah, let's go. Meint ihr hier? Hier ist doch bestimmt irgendwas Krasses, oder? Hier hinten irgendwo? Lass mal ganz kurz einen Abstecher machen. Da ist die Kiste. Ruh dich aus. Dass du die Kiste nicht öffnen kannst mit ihr. Daran hätte man noch bedenken können. Das hätte man noch machen können. Ah, doch, Schrottspiel eigentlich. Eigentlich muss man wirklich sagen, Schrottgame. Was geht ab? Was ist denn jetzt los? Schützen die irgendwas? Heiliger Bimba! Das ist eine normale Kombo hier. Normale Kombo. Das macht zwar nicht mega viel Schaden, aber... Yo! Oh, Alter. Das ist ja Endlevel. Das ist ja mega krass. Das ist ja mega krass. Ach man, Leute, ey. Ach, kennt ihr das, wenn ihr ein geiles Game zockt und einfach richtig Spaß habt und irgendwie wissen wollt, wie es weitergeht, aber dadurch, dass ihr immer weiter voranschreitet und immer mehr erfahrt, wie es abgeht hier mit der Story, wisst ihr, ihr kommt immer näher dem Ende. Und das ist auf der anderen Seite auch schade, ne? Irgendwie will man wissen, was abgeht, und auf der anderen Seite will man auch nicht, dass es aufhört. Ja. Das ist gerade so der Fall. Ja. Sie gehören dir. Ist echt nichts Geiles oder was? Ach, das ist halt so ein Ding, wa? Erkunden lohnt sich gar nicht. Ja. Das ist einfach. Die Brücke wurde komplett zerstört hier, oder ist das gar keine Brücke? Doch, war einer. Hallo? Einfach ein Ghost? So. Nee. Hier ist einfach gar nichts. Oh Mann, ey. Oh Mann, ach Mann, man. Also es liegt nicht an meinen Augen, sondern die Frames sind leider nicht so geil hier gerade irgendwie auch. Schade, ey. Ich dachte, wir würden wenigstens eine weiße Kiste irgendwie entdecken, wo mal ein bisschen was drin ist. Vielleicht irgendwie. Egal. Wir sind doch Freunde, hört doch auf! Verdammt! So. Ach krass, das bleibt sogar so oben hoch, das Level. Das ist ja nice. Yo, und der Angriff greift mehrere Leute an. Wow, jede einzelne Sehne. Yes, geil, trifft Gegner 5. Alter, er ist tot, der Bruder. Hammergeil.
Hammergeil. Jault doch, ihr Drecksköter hier. Glaubst du, all das? Ja. Ich sehe gar nichts, ey. Weiß nicht, was hier abgeht. Stirb doch! Stirb! Drecksau, du, ey. Let's go, Bruder. Yo, was ist denn jetzt hier los? Kannst du noch? Habe ich eine Wahl? Nein. Ey, geil, ich bin im Modus mit dem Schwert. Das geht auch, die Kombi. Renn doch nicht weg, du Pflaume, du, ey. Oh, genau. Bruder, willst du mal helfen oder was? Scheiße hier nochmal. Yo, wie geil ist der denn? Der Move, ey, das ist ja... Es ist so geil angepasst alles auf diese Fähigkeit hier. Was passiert hier jetzt gerade? Eskalieren die komplett? Sind wir jetzt wirklich kurz vorm Ende oder was? Fühlt schon wieder an wie so ein Ende von einem Videogame. 8 Milliarden Gegner. Ja. Joshua? Er ist größer als die anderen. Jo, ich war noch gar nicht bereit, ey. Nein, das ist nicht alles gut. Ich bin verletzt. Weiß nicht, was hier gerade abgeht, der ist schon wieder. Okay. Oh shit. Aber Junge. Hilf mir, Große. Nein. Jawohl, jawohl, jawohl.
Juckt ihn einfach gefühlt fast gar nicht. Junge. Nicht dein Tag. Ach, geil. Ach, geil. Yo, 12.000. Das schmeckt. Das sind geile Erfahrungspunkte. Wir sollten kurz rasten. Keine Sorge, das wird schon. Nee, Joshua. Eine Pause ist ganz gut. Für dich. Schau, Clive. Beim Begründer. Das ist eine Festung. Alter, das sieht ja mega geil aus. Das sieht wirklich mega heftig aus. Was ist denn das für ein Gegner da hinten, der da rumsteht? Geradeaus, jetzt nicht der rechts, sondern... Das will ich mal eben gleich abchecken. Let's go! Ah, das Ding, ne? Das sieht irgendwie besonders aus. Ach so, so ein Lichtding. Ah. Keine Fehler. Ey, die hauen aber ganz gut rein jetzt, wa? Komm zu mir! Liebe diesen Uppercut Feuerpunch. Es ist so geil. Es sieht so geil aus. Ach du Scheiße. Beweg dich doch mal, Clive. Was ist denn hier los? Hä? Ich hatte volle Lebensenergie. Ist es jetzt explodiert? Ich kam da nicht mal raus aus der Ecke.
Ich glaube, das ist der erste Tod, wa? Kann das sein? Ich kam da nicht mehr aus der Ecke raus. Es ging nicht mehr. What? Dein Ernst? Hier hinten werde ich rausgeschmissen. Ich bin da hinter der Balliste oder dem hinter dem Katapult oder was das war. Ich steckte da fest, ja. Scheißdreck. Hat das jetzt so viel Schaden? Ich habe das gar nicht gecheckt oder bin ich einfach so despawned einfach, weil ich wirklich da festhänge. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Oder du kriegst wirklich so instant so viel Schaden, dass du sofort down gehst. Das wird gar nicht angezeigt, die Zahl. Oder ich habe es übersehen, ich habe keine Ahnung. Irgendwas von diesen 20 Möglichkeiten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wird es sein. Aber ich konnte mich wirklich nicht bewegen, keine Ahnung, was da los war. Ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, das war wirklich der erste Tod im Kampf, ne? Komisch. Auf so eine billige Art und Weise sterben. Oh Mann, ey. Traurig, traurig. Okay. Richtig unnötig. Ich muss sagen, die Odi-Fähigkeit, die ist schon ganz geil so. Die Fähigkeiten gefallen mir aber nicht so wirklich. Also diese R1, R2 Fähigkeiten, die gefallen mir nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Beide nicht. Aber das Grundsätzliche mit dem Schwert ist ganz geil. Das ist schon geil. Diese Sun-Tetsuken. Das ist schon ganz cool. Aber du hast halt wirklich schwere, also richtig beschissene Beweglichkeit mit der Fähigkeit. Naja. Niemand hier. Nicht einmal Soldaten. Und Leichen sehe ich auch keine. Ist wirklich das ganze Königreich Akasisch geworden? Kann man da reingehen? Ich muss es nochmal kurz checken. Es sieht so aus, als wenn man da hinten reingehen könnte, oder ist er verschlossen? Also die hier, die macht natürlich viele Treffer, aber auch nicht wirklich viel Schaden. Was denkst du, was das ist? Ist natürlich eher dafür. Ist das nicht auf ihrer Karte? Stimmt, das gut im Grund. Okay. Ist natürlich eher dafür da, das Level zu erhöhen, ne? Das ist Gewöhnungssache, man muss dran gewöhnen. Das sieht aus wie eine Kampfarena. Aber super, kann man wieder nichts machen, mein Gott. Ach, das sieht alles so cool aus und hast dich gesehen und dann ist es einfach am Ende wieder nichts. Es ist einfach wieder nichts am Ende. Bereit? Oh Mann, ja. Pfleg, Ambrosia! Juhu! Geil! Flieg! Let's go! Wie heftig der Kristall aussieht.
So, was ist das denn? Sei vorsichtig. Komm, steig ab. Ja gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber egal. Von hier aus kann man bis zum Meer sehen. Ein schöner Ort für seine letzte Ruhe. Wieder vereint mit seiner Familie. Ach ja. Das hat man doch gerne gemacht. Guck mal da unten, da ist auch wieder so. Das sieht interessant aus, aber. Ach Mann, ey. Es wär schon geil gewesen. Also es wäre schon geil gewesen. Hätten sie wirklich so eine Open World gemacht. Oder zumindest eine Welt mit ein bisschen größeren Abschnitten. Wo es sich dann auch lohnt, das zu erkunden, ja. Dass du es dann wirklich so ähnlich hast wie bei Elden Ring oder Zelda oder Witcher, wo du dann wirklich interessante Sachen siehst in der Ferne, du gehst da hin und dann wartet auch was Geiles auf dich. Entweder eine coole Belohnung, eine coole Quest oder sowas, weißt du, das sieht nämlich verdächtig aus da vorne. Ich würde, normalerweise in anderen Spielen würde ich sagen, ey, da ist 100% irgendwas. Hier würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen schade. Aber es ist halt ein anderer Fokus, so, ja? Es ist halt ein anderer Fokus bei dem Game. Oh yes. Jo! Boah, Alter, hab ich Schaden bekommen. Ja, dann macht doch auch mal was. Es ist unsere Chance. Ich dachte, es wird ein neuer Rekord, ne? Aber doch nur 52 Schaden. Könnte vielleicht sogar Rekord werden, aber ich dachte wirklich, das wird richtig rein scheppern jetzt. Komm, Schaden her. Ich dachte, es scheppert richtig rein vom Schaden, ja. 60.000 oder so, keine Ahnung. Ich will da trotzdem mal gucken gehen. Vielleicht ist ja doch da was diesmal. Findest du es auch seltsam, dass es hier so still ist? Ich finde, hier ist alles seltsam. Ja, sag ich doch. Ah!
Muss doch irgendwas sein, ey. Noch nicht alles gewesen sein, ey. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Eine Goblin-Münze. Oh, ja, Mann, das meinte ich. Richtig geil, ey. Hat sich ja doch gelohnt. Geile Goblin-Münze, Junge. Wow. Und noch ein Heiltrank. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Hier ist einfach nichts. Hier ist wirklich nichts. Oh, ich hab's übersehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Nein, ich habe nichts übersehen. Ach, Leute. Stirb, stirb, stirb. Drecksau. Vorsicht, Bruder. Yeah. Woo. Stirb, 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 du Sau. Stirb, 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 du Sau. Lass meinen kleinen Bruder in Ruhe. Wir sind auf dem Weg nach Isengard. Auftragsziel in der Nähe. Hey, ich werde da automatisch hingezogen. Ruhe vor dem Sturm. Es führt nur ein Weg in die Stadt. Über eine Brücke. Durchs einzige Tor. Dahinter wartet, was auch immer von den Valutern übrig ist. Bist du darauf gefasst? Ich wage zu behaupten, ja. Okay. Wiederer Gas. Ne, wieder Grace oder Grace. Die Mauern von Rabenwit. Es erinnert sowieso an die große Mauer aus Game of Thrones. Jetzt Rabenwit sind von den Spuren jüngerer Kämpfe gezeichnet. Ruinen der Gefallenen sucht man hier jedoch vergebens. Okay, wir wollen nach Drachengrad. Wie ein böses Omen hängt der Himmel über dem letzten Mutterkristall. Nur die steinerne Brücke trennt ihn von den Schreien in der Hauptstadt. Schauen wir nochmal rein hier. Schauen wir nochmal rein.
hat sich denn hier abgespielt? Der Niedergang. Doch das erleichtert die Dinge für uns. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Ach, Freunde, wie sieht es aus? Thorgal? Gibt's was Neues? Clives treuer Gefährte, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Wie sich herausstellte, ist Thorgal mehr als nur ein guter Spürhund. Er ist ein seltener Frostwolf und besitzt übernatürliche Kräfte, auf die er in brenzligen Situationen zurückgreift, um seine Vertrauten zu verteidigen. Drachengrad. Der Mutterkristallin Stone hier, der Hauptstadt des Königreichs von Valut. Seine emporragenden Wände besitzen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den hohen Klippen von Ashras Küsten. Sein Inneres erreicht man über die große Brücke, die ihn mit der Hauptstadt verbindet. Drachengrad ist der letzte verbliebene Kristall, Mutterkristall Ashras, weshalb die Valuter auf seine Kristallsplitter angewiesen sind, um zu überleben. Doch die Nachfrage wird durch ihn lange nicht gedeckt, weshalb Valut auf die Einfuhr von Kristallen aus anderen Nationen angewiesen ist. Wurde mal ganz gut hier weggemetzelt. Eine Map haben wir auch nicht. Der Äther hat auch sie ertränkt. Sehen wir zu, dass wir nicht sollen. Das Wasser sieht übertrieben nice aus, irgendwie so auf den ersten Blick. Finde ich. Sieht schon geil aus. Aber. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir machen hier Schluss, oder? Kommt ihr? Ah, nee, doch, wir machen hier Schluss. Nein. Nein, wir sind genau hier angekommen. Ist ein guter Moment. Dann können wir es beim nächsten Mal voll genießen hier. Die Sache hier einzunehmen, die Leute Platz zu machen und zu schauen, was auf uns wartet. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.